Erste hat nochmal zugelegt, hat auch den abschließenden Testwettbewerb der deutschen Mannschaft gewonnen in der Vorbereitung in Sollefteå. Und jetzt geht sie los als erste Weltmeisterin von Östersund, als Verfolgte. 13 Sekunden ihr Vorsprung auf die Überraschungszweite von gestern, auf Albina Achatova, zweimal Bronze bei Olympia in Turin. Die Russin, die im letzten Jahr pausierte, die ein Baby bekam und jetzt mit neuem Schwung wieder da ist. Auch eine Überraschung, die dritte gestern, Oksana Chvostenko aus der Ukraine, hat wie fast immer null geschossen, ihre große Stärke. Tura Berger gewann schon ein Verfolgungsrennen in diesem Winter in Kontiolahti. Die Norwegerin links mit der 7 und mit der 8, die beiden Roten, die sich gestern beide kurz vor dem Ziel verlaufen haben. Und da waren sie dahin, die Chancen auf Bronze. Hier links Katrin Hitzer, zweite Deutsche. Ihr Rückstand 54 Sekunden. Gestern zweitschnellste in der Spur, hat noch alle Chancen. In der Mitte, blaue Mütze, Martina Glago, jetzt noch schnell die Brille aufsetzen und schon geht's los. Und wieder in der Mitte wartet die Titelverteidigerin, Magdalena Neuner. Gestern hat sie 21. Geburtstag gefeiert. Da lief nicht alles nach Plan, vor allen Dingen das Stehenschießen nicht. Eine haben wir noch, links am Bildrand, jetzt ist sie unterwegs, die Olympiasiegerin auf dieser Strecke, Kati Virol. Gleich nach ihr, Anna-Karin Olofsson. 12 verschiedene Nationen hier unter den ersten 22 Läuferinnen vertreten. Das zeugt von der großen Ausgeglichenheit in der Weltspitze. In den letzten Wochen hat sich ausgezahlt, dass sie immer wieder bastelt, tüftelt, experimentiert, ähnlich perfektionistisch wie Michael Greiß. Im Frühjahr noch einmal Schaft gewerkelt hat, den Ganzen etwas verkürzt hat. Und jetzt kann sie die anderen in Zugzwang bringen. Ja, ganz exzellente erste Serie, wie eigentlich immer in den vergangenen Tagen. Andrea Henkel hat alles getroffen und ist schon wieder unterwegs. Achatova schießt etwas langsamer. Die Russin jetzt mit 5 Treffern, die Bedingungen ausgezeichnet. Chvostenko ebenfalls fehlerfrei, Tura Berger genauso wie Jurjeva. Die gelben Punkte, das wissen Sie, das bedeutet, da sind Fehler geschossen worden. Bei Sandrine Bailly ein Punkt, heißt eine Strafrunde, das gilt auch für Katrin Hitzer hier groß im Bild. Strafrunden, das sind 300 Meter für Katrin Hitzer und Martina Glago, Magdalena Neuner sind da. Erste Runde für die nunmehr 21-Jährige und Martina Glago, toll, fehlerfrei. Dieses skurrile Bauwerk dort oben drauf gehört zu Anna-Karin Olofsson, Kati Wilhelm. Uiuiui, genau wie gestern, gleich 2 Fehler beim ersten Schießen. Ähnlich hat es Anna-Karin Olofsson erwischt. Die schießt sehr langsam, ist dort vorne die Erste, die da liegt. Und muss ebenfalls zweimal abbiegen. Magdalena Neuner, die Titelverteidigerin, die Weltmeisterin des letzten Jahres auf dieser Strecke. Und Andrea Henkel ist schon wieder da. Maximal 380 Meter pro Sekunde, die Höchstgeschwindigkeit der kleinen Projektile, wenn sie dort vorne rausrauschen. Und alle irgendwie magisch angezogen bei Andrea Henkel. Sie trifft und trifft und trifft. Und ist schon wieder weg. Das ist einfach fantastisch. Ihre Schieß- und Laufform momentan eine glatte 1. Und jetzt kommt Jekaterina Jurjeva. Toll geschossen. Volles Risiko und auch alle Scheiben getroffen. Sie macht jetzt Boden gut. Von der 9 gestartet. Achatova schießt langsam, wieder fehlerfrei, wie auch Tura Berger. Jetzt muss die Bronze von gestern abreißen lassen, muss in die Strafrunde. Da ist schon Magdalena Neuner und hinter ihr auch Martina Glago.
die Strafrunde. 150 Meter extra laufen, bevor es wieder auf die Strecke geht. Ja, schade drum. Toller Rhythmus bis hin zum fünften Schuss und dann doch noch der Fehler, der zweite von Magdalena Neuner. Zweimal alles getroffen, Martina Glago. Und sie kämpft sich Schritt für Schritt, Platz für Platz nach vorne. Die ersten sind lange weg, Jurjeva und Achatova. Jetzt also die beiden Russinnen hinter Andrea Henkel. Was macht Katrin Hitzer? Zwei Fehler beim ersten. Jetzt macht sie es besser. Sehr schön. Im Training zuletzt hat sie fast alles getroffen. Vorgestern bei 80 Schüssen 79 Volltreffer. Gestern drei Fehler und heute zwei beim ersten Schießen, wie auch Kati Wilhelm. Diese überlegen triumphierte bei Olympia in Turin mit über einer Minute vor den anderen. Und jetzt hat sie sich fünf Schüsse eindeutig in der Mehrzahl, die schwedischen und die norwegischen Fahnen. Hier aber auch reichlich deutsche Fans herübergereist. Und sie alle bejubeln jetzt Andrea Henkel auf dem Weg zum ersten Stehenschießen. Zu Beginn der Saison klappte es überhaupt nicht. Sie war unzufrieden, hatte mittlerweile selbst sehr hohe Maßstäbe an sich selbst angelegt. Und dann hat sie noch ein bisschen nachgeholfen. Dann hat sie gesagt, irgendwas muss ich machen mit meinem Anschlag. Vorher lag die Waffe auf ihrer linken Hand. Jetzt, wenn Sie mal darauf achten, sieht man die Finger seitlich des Schaftes. Sie lässt diesen Schaft quasi zwischen die Finger sinken. Doch das hat geholfen. Ja, gibt's denn das? Da wirken außerirdische Kräfte. Einfach toll, wie Andrea Henkel schießt. Wie aus dem Lehrbuch, als wenn sie zwischendurch nicht mit voller Anstrengung gelaufen wäre. Das ist einfach klasse. Dazu ihre im Moment grandiose Laufleistung. Das passt. Aber Jurjeva, die sitzt ihr im Nacken. Die lässt nicht locker. Kommt jetzt sogar ein bisschen näher. Ekaterina Jurjeva. 3x0 bei Andrea Henkel und jetzt 14 Sekunden dahinter, 3x0 auch bei Ekaterina Jurjeva. Rückstand geringfügig verkleinert. Svetlana Slepcova dürfte sich jetzt rauskatapultiert haben. Auch klasse Leistung bis hierher. Sandrine Bailly und Magdalena Neuner ist schon wieder da. Und jetzt das vermaledeite Stehenschießen. Aber Martina Glago sehr schnell. Bislang alles getroffen. Jetzt der erste Fehler. Schade drum. Dafür aber, das gibt's doch gar nicht. Augenreiben, große Verwunderung. Alles weiß bei Magdalena Neuner. Da hat sie gestern vier Scheiben verfehlt. Und jetzt Katrin Hitzer und Kati Wilhelm da. Auch da wollen wir gern genauer hinschauen. Der weißen Mütze dort und Startnummer 12. Das ist Katrin Hitzer. Die hat schon begonnen. Schießt hier sehr schnell. Toller Rhythmus, dann allerdings ein bisschen zu schnell, so wie auch gestern. Fehler beim vierten, aber dann hat sie das klasse gemacht. Nochmal abgesetzt und das Stehenschießen, das passt ohnehin bei Kati Wilhelm. Die kann jetzt direkt wieder auf die Strecke gehen. Immer noch Top 10. Im Visier Kati Wilhelm auf dem 10. Platz momentan. Martina Glago. Der Jubel, der hier aufbrandet, der gilt Helena Jonsson, der Schwedin. Und natürlich Anna-Karin Olofsson. Die ganze Nation schaut zu, bibbert mit der Schwedin, die fast im fünften Monat schwanger.